Yo, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Squad Builder Battle. Heute eine geisteskranke Tots-Karte, vor allem dieses Premier League Tots allgemein. Also wirklich, was die für Karten rausgehauen haben, EA. Schau Leben, wir haben heute den Guten Mahrez. Team of the Season am Start, kostet knapp über 1 Million Coins. Ja, und dazu habe ich mir mal einen Gast eingeladen. Seko, grüße dich. Moin. Moin, was geht ab, Jungs? Ich hoffe, euch geht es super. Ja, jeden Montag, glaube ich, Max gegen Seko ab jetzt. ansonsten haben wir Mahrez hier. Am Start. Geile Karte. 5-Sterne-Spezialbewegung, 4-Sterne-Schwacher-Fuß. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ja, ich bin auch gespannt, was sie so bringen wird. Eigentlich eine gute Metakarte, beweglich ist er. Der hat eigentlich alle Stats, die man braucht in FIFA. Ja. Leute, von daher, falls euch gefällt, Daumen nach oben und abonnieren. Ihr wisst Bescheid, 2000 Daumen nach oben, denke ich mal. Schafft er wieder. Das letzte Mal auch gepackt. Von daher auch Rückspiel beim Seko abchecken. Ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, der Gast, ja, wie immer, ich denke mal, du bist ja mittlerweile gewohnt, du darfst erst einstellen. Alles ich klar. Halte rein, schieß mal los. Ich habe die 4-4-2-Formation. Da im Sturm gehe ich heute mit Son, ja. Mit 19 Karte. Der spielt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und in der Mitte, ja, ich glaube schon, dass du den hast. Und zwar, das ist der Fernandinho. Mit der Totskarte. Nee. Ja, ich wollte erst irgendwie City-Spieler aufstellen okay. Und den Son, also wirklich, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ich bin mit Vardy und Ndidi gegangen, vielleicht hättest du mal die ausgepackt. Let's go. Ach, konnte ich ja Let's nicht wissen. Go. Schade an der Stelle. Ich dachte schon, dass du Fernandinho die auch geschrieben hast, oder? Ja, ja. Bisschen Glück ja, gehabt. So. Ja, bisschen Glück, genau. Muss dabei sein. Ich gehe rein. Stürmer bei mir. Vorne eine Karte habe ich lange nicht mehr gespielt. Ist auch etwas älter schon. Eine Future-Star-Karte von Keane. Und links, okay, ich wollte eigentlich die beiden, ganz ehrlich, ich wollte da safe einen Angriff haben, deswegen bin ich mit denen gegangen, mit Bernard, Scream-Karte und diesen Keen Future-Star. Okay. Ich wollte ein bisschen auf Schlauch tun. Ich habe Jesus geschrieben. Jesus hat ja mehrere Karten, links, Mittelfeld genau, und Stürmer. Ja. Und ich habe noch Abfall aufgeschrieben. Leider hat es nicht geklappt. Ja. Let's go. Angriff steht, wichtig. Nice. So Jungs, wir machen dann direkt hier weiter, zweite Runde. So, ich halte mal hier rein. Okay, entspannt. Ich gehe erstmal, ich fange mit dem mittleren ZM an. Da gehe ich mit einer Karte, die ich im Verein habe. ZOM eigentlich. Guardiola, mittlere Icon, glaube ich, ist das. Links spiele ich eine Team of the Season Karte. Ist, ja, hatte ich in Rewards, dann wollte ich mir jetzt mal wieder spielen. Casemiro, Grüße gehen raus. Und rechts spiele ich eine Karte, die sich Lingard nennt. Genau, Inform, Jesse Lingard, wollte ich mal ausprobieren. Ja, sieht gut aus, hat gute Werte. Mal gucken. Also, ich habe drei Brasilianer aufgeschrieben, ja. Also, einmal der Icon, das ist der Kaka. Dann rechts habe ich Fernandinho aufgeschrieben und links, ja, Casemiro. Nein. Ja, nice. Nein. Also, einmal Casemiro bitte komplett. Weg und ich benutze nicht meinen Joker, ich behalte mal meinen Joker. Okay, also, okay, dann ja? Stelle ich da gleich mal ein ZM rein irgendwie und dann würde ich sagen, halte ich mal rein. Okay. Let's go. Hoffentlich habe ich eingetroffen, hoffentlich. Ja, vorne gehen wir mit Shevchenko, ja, vielleicht hast du ihn aufgeschrieben. Dann habe ich auf der linken Seite Sort Maximum, ich habe ja ihn halt in Rot. Und in der Mitte habe ich eine Fanta-Karte und zwar Awa. Das bitte, sage ich ehrlich. Vorne, ich wusste, dass du eine Icon nimmst. Oh nein, Shevchenko, habe ich nicht dran gedacht, oh. Mann. Rivaldo bin ich gegangen, Leiva und Costa. Ich habe gedacht, geht's mal mit ein bisschen brasilianischen Flair und ja, war aber nix. Es geht in die Verteidigung, da ist natürlich ein Bronzetorhüter immer besonders schön, vor allem beim Gegner. Probiere ich's mal mit den beiden Spielern, aber ja. Bin safe gegangen. Ja, ich habe die ganze Zeit wirklich auch überlegt, wem ich da holen soll. Und zwar, es ist wirklich eine 50-50, sage ich mal so. Das ist der Walker auf der rechten Seite. Und links gehe ich mit Footmiss-Karte Mondi. Oha, nicht schlecht, okay. Mondi, nee. Da habe ich Amavi, diesen Foot-Birthday-Spieler, aufgeschrieben. Und rechts habe ich gedacht, ja, Walker und Visa Cancelo. Ja. Ja, naja, schauen wir mal 50-50. Aber dann habe ich mich doch für Pereira umentschieden. Ich habe gedacht, gehst du mit des Portugiesischen? Schade. Oh, machst du nichts an der Stelle. So Glück gehabt. Ja, so. Bitter. Dann machen wir weiter hier. So, rechts spiele ich eine Karte. Wo ist er denn? Dieser nennt sich Trent Alexander Arnold. Ich wollte erst mit Van Bissaka gehen. Ich hatte nur extra noch nicht gekauft, weil ich nicht gewusst habe, ob ich ihn jetzt spielen darf. Dann links wollte ich ursprünglich mit Mondi gehen, habe mich jetzt umentschieden. Ich nehme doch den Lodi. Ich will nicht mit Mondi nur spielen, ich will den Lodi irgendwas Special Card nehmen. Und bitte, du hast sie nicht aufgeschrieben. Ich habe Van Bissaka aufgeschrieben und ich habe Mondi erstmal aufgeschrieben, dann habe ich es weggemacht. Und später
habe ich Marcel aufgeschrieben. Oh, ey, geil. Oh Gott, mein Herz. Gott sei Dank, let's go. So Jungs, letzte Runde. 3 Spiele nur noch. Ich halte rein und jetzt wird gesniped. Ich hoffe es einfach nicht. Linker IV, Akanji, diese Story, irgendwas Karte. Im Tor steht ein Schweizer aus der Bundesliga, nennt sich Jan Sommer und hat einen zweiten Info bekommen, sah nicht schlecht aus. Und rechts spiele ich eine Totti-Nomine-Karte vom guten Mats Hummels. Mal gucken. Gut gemacht. Komplett daneben Smalling, Andanovic und Juan Jesus habe ich aufgeschrieben. Let's go. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Dann würde ich sagen, habe ich mal was aufgeschrieben für dich. Ja, also wenn du es so gemacht hast, wäre nicht schlecht, aber ja, schauen wir mal. Also du hast ja auch gesehen, Aua braucht einen Link auf jeden Fall. Und der ist ja nicht auf Full. Deshalb habe ich den guten alten Kimpembe hier am Start, seine 84er Karte. Und letztens im Stream habe ich tatsächlich den Gomez gezogen, ja, seine Tots-Karte, den setzen wir auch ein und im Tor gehen wir mit Rufier dann. Ach du Heiliger, das, da sehe ich jetzt schon schwarz bei dem Team von dir. Varane, Laporte und Areola. Leute, das war's komplett. Let's go. Ja, du hast Full-Team, ne? Das ist... ja, wird schwer. Bronze ZM bei mir, ja, wenigstens kein Torhüter, aber der hat Werte nur, die sind alle mit 50, um die 50 rum. Also wir sehen uns im Gameplay wieder. Let's go. So, da sind wir angekommen im Stadion. Atmosphäre, glaube ich, die ist jetzt schon genial am Kochen und jetzt, let's go. Gut Kick. Oh, Junge, ist der krank. Der fühlt sich so... Nein. Weg damit, danke. Guter. Was? Nein! Guter IV, guter IV. Nein. Stark gemacht. Ja. Let's go. Bernard. Bernardo meine ich natürlich. Kurzes Eck, ja. Let's go. Ich habe 3 ZMs, also Mittelfeld eigentlich steht relativ kompakt. Jawohl! Ich habe nichts gesagt. Ja, steht auf jeden Fall kompakt. Und da macht der Shevchenko. Oh. Hat er Pace eigentlich? Hat er Pace? 95, glaube ich. Ja, oder? Hat er. Ja, hat er. Ach du Scheiße. Oh mein Gott! Mein Gott, was ist denn das für eine Karte? Ach du Heiliger! Oh nein, was war das denn? Hätte ich mal lieber doch Mondi genommen da links, ne? Hätte ich mal lieber Mondi genommen. Was ist das schon wieder für ein Spiel, wirklich? Ich wusste es doch. Ey, nein, bitte, bitte. Weg, weg! Ach Mann. Oh. Pfeif ab, Schiri. Jetzt pfeif bitte ab. Nein, Mann! Let's go. Halbzeit, oder? Ist es Halbzeit? Ja, Halbzeit. Was ein Schwitzerspiel, ey. Mann, ey. Was ist das für Szenen hier schon wieder waren? Da dürfen wir nicht aufmachen. Nein, was ist das? Nein! Was ist da? Oh, Gott sei Dank. Boah, Junge, was hier schon wieder abgeht. Darf nicht was. Jetzt aber. Let's go! So ein Fehler. Son. So ein dummer Fehler. So ein dummer Fehler, nee. Mach es. Oh, der war dumm. Das Stellungsspiel von mir. Das Stellungsspiel von mir, ciao Leben. Son, ich hab gesagt, ich hasse Son und der haut mir jetzt wieder die Buden hier rein. Alter. Das gibt's nicht. Dieser Son, ey, wirklich, ich hasse den über alles. Kommt Jungs raus? Nein, was für ein Fehler der macht. Ey Jungs, bitte. Das gibt's nicht. Das geht. Bitte. Oh! Und? Oh mein Gott! Also von dem Son, ja, von dem träume ich glaube ich heute Nacht noch. Was hat der da gemacht? Alter, was ist das eigentlich für ein. Ich hasse es. Ich hasse ihn so sehr. Macht. Oh mein Gott. Also der Mahrez ist so eine geisteskrank gute Karte hier in Game, wie der sich anfühlt.
War ein Versuch wert. Damit denke ich mal das Spiel aus. GG an der Stelle. Hero. Also was der Mares, wie der sich spielen lassen hat. Geisteskrank. So eine geile Karte. Also den würde ich gerne mal in der Weekend League ausprobieren, muss ich sagen. Der kostet ja auch 1 Million. Ja, ich bin bei dir. Genau. 1 Million, denke ich mal, auch berechtigt der Preis. Ich bin bei dir echt kaum durchgekommen. GG an der Stelle. War verdient. Kommen wir zum Discount. Let's go. Du hast 3 Picks und wirklich Mares, dann fange ich hier live an zu warten. So, 3 Picks. Überlege mal kurz. Und zwar, viele haben auch unten in den Kommentaren bei mir geschrieben, auch auf Instagram, dass wir, die YouTuber, immer Dings hier nehmen müssen. Jetzt mittlere ZM. Ja. Also, und letzte Woche hattest du, glaube ich, die beiden Außenverteidiger. Da hattest du was Krasses. Deshalb machen wir so ein Dreieck daraus: mittlere ZM und die beiden Außenverteidiger. Ey, als du gesagt hast, das mit dem Dreieck, ne? Ja. Da stand Guardiola, also wäre rechter IV gewesen. Mares habe ich stehen lassen. Oh, nee. Du hast gesagt mittlerer ZM, ne? Ja. Das ist der gute Jan Sommer, 86er. Okay. Wie viel hat er gekostet? 36k. Dann Außenverteidiger hast du gesagt, links war Bernardo, knapp 40k. Und hier der Lodi noch daneben. Also rechter IV war Guardiola. Ja. Und links diese Storyline-Karte, also wenn du die IVs genommen, also Außenverteidiger war mir schon lieb. Und Rechtsflüge, wie gesagt, Mares. Gehen wir die mal ab und dann, let's go. Dann sind hier die guten drei drin, Sommer, Lodi und der gute Bernard. Wir geben sie ab, Team Absender. Vielleicht ziehe ich ja jetzt einen Toss aus dem Pack, ich denke mal nicht. Währenddessen bedanke ich mich schon mal bei dir für die Aufnahme. Ja. So, da ist das 2 seltene Goldspiel-Pack. Ich öffne es schon mal, Leute, falls es euch gefallen hat. Daumen nach oben, abonnieren, Rückspiel auschecken, ihr wisst Bescheid. Von daher bin ich an der Stelle aus. Und die letzten Worte hat wie immer der Gast. Ja, es hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Wir sehen uns dann bei mir. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ciao.